In diesem Video werde ich eine kurze Hilfestellung dazu geben, wie man mit Hilfe der Software Blender ein Modell unseres Sonnensystems erstellen kann. Und dazu werden wir die Animation, die wir jetzt sehen, nachmachen. Die Software selbst kann auf der Internetseite oder von der Internetseite blender.org bezogen werden. Und zwar geht man einfach auf den Download-Button und dann kann man sich die passende Version herunterladen. Blender gibt es nämlich für Linux, macOS und natürlich auch Windows. Bevor wir jetzt gleich mit der eigentlichen Arbeit starten, gucken wir uns ein paar Daten bei Wikipedia an. Und zwar interessieren uns paar, also wollen wir ein paar Daten haben zu der Bewegung der Erde um die Sonne. Und das findet man hier in der Tabelle. Einmal die Eigenschaften des Orbits. Und hier, wenn man das zum ersten Mal sieht, wundert man sich vielleicht so ein bisschen, dass da irgendwie nirgendwo ein Radius steht. Es gibt nämlich daran, dass die Umlaufbahn der Erde um die Sonne herum kein perfekter Kreis ist, sondern ein bisschen von dem Kreis abweicht. Und das sieht man hier bei dieser Extrinsität. Die Extrinsität der Bahn liegt bei 0,0176. Und das könnte man so lesen, dass diese Umlaufbahn ungefähr bei, also um 1,5% von dem Kreis abweicht. Spielt eigentlich bei einer Animation keine so große Rolle. Das würde man im Bild gar nicht sehen. Deshalb werden wir für die Umlaufbahn auch einen Kreis annehmen. Und was diese Zahlen hier oder diese Begriffe hier bedeuten, das schauen wir uns in einem anderen Video oder in der Unterrichtsstunde an. Eine Information, die für mich an dieser Stelle wichtiger ist, ist diese hier. Das ist die Neigung der Rotationsachse. Hier bei Wikipedia gibt es unten noch ein Bild, wo man das sich besser angucken kann. Diese Neigung liegt bei 23,44 Grad. Und vielleicht an dieser Stelle noch eine interessante Sache hier, die Rotationsperiode. Damit ist gemeint, wie lange es dauert, dass sich die Erde einmal um ihre eigene Achse dreht. Und diese Zeit liegt überraschend bei 23 Stunden, 56 Minuten und 4,1 Sekunden. Das ist auch kein Fehler, das ist tatsächlich so. Und dennoch ist es auch richtig, dass ein Tag exakt 24 Stunden dauert. Also da hat sich auch niemand verrechnet. Und wie es sein kann, dass beide Werte richtig sind, das gucken wir uns auch zu einem anderen Zeitpunkt an. So, jetzt wollen wir einmal die Neigung der Rotationsachse uns anschauen. So, da ist das Bild. So, wir sehen hier ein Koordinatensystem. Diese Achse liegt sozusagen in der Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt. Und diese gerade hier, das ist die Rotationsachse. Und wir sehen, die ist jetzt nicht senkrecht zu dieser Bewegungsebene, sondern etwas geneigt. Und dieser Winkel hier, das sind die 23,44 Grad. So, damit wir jetzt nicht ständig zwischen Blender und Wikipedia wechseln müssen, zeige ich noch eine Sache. Und zwar brauchen wir ein Bild der Erdoberfläche. Und dazu habe ich das Bild hier genommen. Wenn man jetzt draufklickt, sieht man auch, woher das kommt. Es kommt nämlich ja, von der NASA, also von den ganz, ganz großen Jungs und Mädels. Und der Benutzer Ben, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, war so nett und hat das Bild heruntergeladen, so bearbeitet, also da hat es ein bisschen runterskaliert, sonst wäre
das Bild zu groß und könnte man das nicht bei Wikipedia darstellen. Also, ja, vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Gut, dann wechseln wir jetzt zu Blender. Wenn man die Software startet, wird man jetzt von einem Würfel hier begrüßt. Ich habe die Schrift so ein bisschen größer dargestellt, damit man das im Video besser erkennen kann. Deshalb sind die Menüs bei mir wahrscheinlich etwas verschoben im Vergleich dazu, was ihr seht. Deshalb verschiebe ich hier das Menü, damit ich jetzt hier die Leiste besser sehen kann. Also, wir sehen hier einen Würfel. Den kann man, ja, diesen wollen wir gar nicht beachten, weil der wird ja sowieso gleich gelöscht. Einmal gibt es den hier und einmal hier in unserer Szene. Das sind alle Objekte, die gerade hier in unserer virtuellen Welt da sind. Das ist einmal der Würfel, ein Cube. Und einmal eine Kamera. Wenn ich hier jetzt draufklicke, wird die Kamera auch ausgewählt. Das ist das hier, so eine rechteckige Pyramide. Wenn wir später Videos oder Bilder erstellen, werden sie sozusagen aus der Sicht dieser Kamera gezeigt. Man kann auch die Ansicht so einstellen, dass man sich sozusagen hier in diesen Viewpoint, nennt sich das, der Kamera dann hineinversetzt, und das geht über hier Viewpoint, und jetzt kann man die Kamera auswählen und das, was hier in diesem Rechteck sich befindet, ist auch das, was man später aus Video- oder Bildausgabe bekommen würde. So, dann haben wir noch ein Licht, also wie man jetzt diesen Viewpoint verlässt. Da kann ich auch kurz die Navigation erklären. Wenn man die Ansicht drehen möchte, das steht auch hier unten. Also so in dieser Leiste, wenn ich jetzt wieder in dem 3D-Fenster bin, sieht man auch, was die Maustasten gerade tun. Wenn ich die mittlere Taste drücke, also auf mein Mausrad draufklicke und die Maus bewege, kann ich mich in dieser Welt drehen. Wenn ich auf die mittlere Taste drücke und gleichzeitig die Shift-Taste drücke, kann ich mich nicht drehen, sondern bewegen. Also die mittlere Taste ist beim Blender ziemlich wichtig. So, ich habe gesagt, wir wollen uns von dem Würfel verabschieden. Ich klicke den Würfel an und jetzt möchte ich den löschen. Und zwar, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich entscheide mich für den Rechtsklick und hier auf Delete. So, nun ist der Würfel we weg und eine Erde soll dazukommen. Und das machen wir, indem wir hier auf den Button Add klicken und aus diesen ganzen Möglichkeiten hier ein Mesh uns aussuchen. Das bedeutet, das sind Körper, die aus so Gitternetzen, aus Netzen erstellt werden, und da möchte ich die UV-Sphäre haben. Klicke ich mal drauf und wir sehen eine Kugel, und also das habe ich auch noch nicht gesagt, mit dem Rad kann man auch rein und rauszoomen. So, wir sehen, die Erde oder die Kugel sieht noch ziemlich eckig aus. Das kann man auch ändern, indem die ja, Rechtecke, die da sind, in so glatte Stücke umgewandelt werden. Wir klicken auf die Erde mit der rechten Maustaste drauf und klicken hier auf Shade Smooth. Smooth. So, und jetzt haben wir eine Kugel, die etwas glatter ist. Damit man später nicht durcheinander kommt, wir werden in unserem Sonnensystem mehrere Kugeln haben, empfiehlt es sich, diese Kugel direkt umzubenennen. Hier ein Doppelklick, jetzt kann man den Namen editieren und diese Kugel wird unsere Erde sein.
So, nun kommen wir zu diesem Menü. Jetzt kann man hier unsere ausgewählten Objekte bearbeiten. Bei diesem Register können wir die Location, also die Position in dem Raum, angeben. In Koordinaten wie in dem Mathematikunterricht. Es gibt einmal die X-Achse, das ist die rote Achse hier. Dann die Position entlang der Y-Achse, das ist die grüne Achse. Und die Position in die Z-Richtung, das ist die blaue Achse, also rauf und runter. So, dann gibt es noch die Skalierung in XYZ-Richtung und dann auch die Drehung und die entsprechende Achsen. Wir werden jetzt aber keine Drehung erkennen können, weil die Kugel ja von jeder Seite gleich aussieht. Deshalb, damit es unterscheidbar ist, muss unsere Kugel sozusagen sowieso so was wie eine Tapete bekommen. Und in der Computergrafik nennt man das eine Textur. Damit wir überhaupt eine Textur hinzufügen können, braucht die Kugel ein Material. Materialregister befindet sich hier. Das ist eine Kugel mit so einem Schachbrett oder so einem Ausschnitt des Schachbrettes, also so vier Sektoren auf der Kugel. So, jetzt gibt es noch kein Material, deshalb müssen wir ein Material hinzufügen. Und zum Beispiel hier gibt es ja eine Farbe. Wenn ich da draufklicke, kann ich auch eine andere Farbe wählen. Genau, also man sieht jetzt keine Veränderung der Farbe. Es liegt daran, dass man hier verschiedene Ansichten hat. Die sind sozusagen, es gibt eine sehr einfache Ansicht, wo man nur die Kanten unseres Objektes sieht. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine 3D-Darstellung aus den 80er Jahren. Dann hier eine Darstellung mit den Flächen, aber ohne Farben. Hier eine Darstellung, wo man auch die Farben sieht. Und hier eine Darstellung, wo man auch die Lichteffekte sieht. Und jetzt sieht man auch, es gibt irgendwo eine Lichtquelle, da ist es dunkel, also die Lichtquelle muss irgendwo da liegen. Wenn ich da rauszoome, da haben wir auch unsere Lampe. Wenn ich die Lampe anklicke und hier zum Beispiel auf Move klicke, habe ich auch Achsen, an denen ich mein Objekt verschieben kann. Und man sieht auch, dass die Lichtquelle auch eine Auswirkung auf die Darstellung der Kugel hat. Das frisst aber Ressourcen und ich mache noch die Bildschirmaufnahmen, deshalb klicke ich mal jetzt hier das. So, wechseln wir zur Erde. Und die Erde soll jetzt nicht gelb oder gelbgrün sein, sondern wir wollen ja eine Erdoberfläche haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich zeige jetzt die Vorgehensweise, die ich immer wähle. Und da muss ich diesen Modus in den Shade Editor Modus tauschen. Dazu klicke ich hier oben rechts in der Ecke und gehe in den Shader Editor. So, und hier kann man sich sozusagen das Material oder die Eigenschaften des Materials zusammenklicken. Das sieht furchtbar kompliziert aus. Am Ende ist es wahrscheinlich auch so, also die Profis müssen sich damit auskennen. Uns interessieren eigentlich, also die meisten Einträge hier interessieren uns nicht. Wir wollen nur unseren Basiscolor, den Base Color, die Basisfarbe, den Base Color mit einem Bild verbinden. Zuerst müssen wir hier ein Bild hinzufügen und das machen wir, indem wir hier auf Add klicken und dann eine Textur und eine Image-Textur auswählen. So, nun haben wir jetzt ein Objekt, wo wir ein Bild laden können. Jetzt gehe ich hier auf Open und irgendwo auf dem Desktop habe ich ein Bild heruntergeladen und zwar hier die Erde in JPEG-Format. Das ist das, was ich bei Wikipedia gefunden habe. So. Das ist die Erde, Open Image.
So, die Erde wurde geladen. Jetzt müssen wir die Farbe hier mit dem Base Color verbinden. Wir klicken auf diesen Punkt und stellen eine Verbindung her. So, nun wechseln wir zu unserer 3D-Ansicht und sehen, die Farbe der Erde entspricht der Erdoberfläche und wir können uns der Drehung widmen. Dazu gehen wir in Positionsregister und schauen uns hier die Rotation an. Wenn ich zum Beispiel aus den 0 Grad vielleicht 20 Grad mache, sehen wir, die Erde hat sich dann um die Z-Achse, also die blaue Achse, um 20 Grad gedreht. Dann können wir uns vielleicht um 45 Grad drehen und so weiter, 180. Ja, so sieht die Erde von hinten aus. Wir kommen aber wieder zu 0 Grad. Um die Bewegung darzustellen, kann man sich einer sehr schnellen Methode bedienen. Und zwar, ich sage Blender, Mensch, merkt ihr diese Rotation, indem ich jetzt hier mit der rechten Maustaste draufklicke und ein Keyframe hinzufüge. So, jetzt hat sich Blender diese Position gemerkt. Die wurde jetzt auch so, ja, was ist das für eine Farbe? Wahrscheinlich grün oder so. Das wurde jetzt markiert, also ein Keyframe wurde gesetzt und hier haben wir eine Zeitleiste und sehen, da ist auch eine Markierung. So, jetzt bewegen wir uns in der Zeitleiste weiter und gehen bis zu dem letzten Frame, der ausgewählt ist, zu dem Frame 250 und jetzt ändern wir die Drehung in 720 Grad. 720 sind zwei volle Umdrehungen und wir sehen, die Farbe hat jetzt zu Rot gewechselt. Und das bedeutet, dass sich im Gegensatz zu dem Keyframe davor was verändert hat. Und wenn wir jetzt wieder rechts draufklicken und ein Keyframe setzen, ist Folgendes passiert. Blender hat sich die Position Drehung um 0 Grad gemerkt zu Zeit 1 und die Drehung um 720 Grad bei dem letzten Frame gemerkt. Und wenn ich jetzt hier die Zeitleiste zurücksetze, ich gehe zum Zeitpunkt 1 und auf Play drücke, werden alle Positionen dazwischen, also alle Winkel dazwischen, automatisch berechnet und die Erde dreht sich. Ja, also wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man sich diese Bewegung in ein paar Sekunden zusammenklicken. Was noch ziemlich unrealistisch aussieht, ist, die Erde dreht sich zuerst langsam und dann bremst sie ab. Das müssen wir noch verändern. Es liegt nämlich, also es geht um die Art, wie diese Punkte dazwischen berechnet werden. Und die Voreinstellung ist, ja, ich zeige es am besten. Also, wir müssen wieder unsere Ansicht wechseln zu dem Graph-Editor. Da ist er. Und wir sehen hier einen Graphen wie in der Mathematik. Und der sieht jetzt so ein bisschen krumm aus. So, wir wollen eine gleichmäßige Drehung haben. Also der Winkel muss gleichmäßig zunehmen, also brauchen wir sozusagen so einen proportionalen Zuwachs des Winkels. Und das machen wir, indem wir jetzt hier auf Key klicken und da gibt es in Interpolation Mode, also wie sollen die Punkte dazwischen berechnet werden. Also der Fachbegriff ist dafür Interpolation, das bedeutet so viel wie berechne die Dinge dazwischen. Und die Voreinstellung ist
Bézier. Das ist eine sehr nette Sache, aber an dieser Stelle ist linear deutlich besser. Wählen wir das aus. Und so. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt geklappt hat. So, jetzt hat es geklappt. Es lag daran, dass der Graph nicht ausgewählt wurde. Ich habe die A-Taste gedrückt und mit Hilfe der A-Taste werden alle Objekte markiert. Und nur wenn sie markiert werden, können die Zwischenschritte neu berechnet werden. Das war jetzt der Fehler. So. Zurück zu der 3D-Ansicht. So, jetzt sieht die Bewegung ziemlich gleichmäßig aus. So, jetzt kommen wir zu der Sache mit der Neigung der Rotationsachse. Und das kann man entweder kompliziert machen, indem man diese Neigung, also eine Zusammensetzung von Drehungen um hier verschiedene Achsen zusammensetzt. Oder man macht sich das Leben einfacher und sagt einfach, ich drehe einfach das Koordinatensystem, beziehungsweise ich füge noch ein Koordinatensystem hinzu und dieses Koordinatensystem wird dann der Erde zugeordnet. Klingt furchtbar kompliziert, ist es aber gar nicht. So, wir gehen jetzt auf Add und bei Empty gibt es hier ein Koordinatensystem. Ich klicke mal drauf und nenne es einfach Koordinatensystem Erde. So, wir sehen es nicht, weil dieser jetzt gerade innerhalb der Erde liegt. Was kann man machen, damit er sichtbar ist? Wir könnten die Erde ganz, ganz kurz ausblenden. Also die wird nicht verschwinden, die wird einfach nur unsichtbar sein. Und hier diese gelben Achsen, das ist unser Koordinatensystem. Und diesen wollen wir so ganz, ganz bisschen drehen. Und zwar drehen wir dann um die rote Achse und dann nehmen wir die Drehung 23,44 Grad. So, jetzt haben wir ein Koordinatensystem, was ein wenig gedreht wurde. Und jetzt gehen wir zurück zu der Erde. Und jetzt müssen wir jetzt der Erde mitteilen. Erstmal blenden wir sie wieder ein. Wir kommen zurück. Und jetzt müssen wir die Erde mitteilen. Du solltest dich jetzt nicht um das allgemeine Koordinatensystem drehen, beziehungsweise für dich gilt ein anderes Koordinatensystem. Und das findet man hier unter Relations und die Relation und das in dem Englischen ist es ganz, ganz, ganz schön gesagt. Ne? Also bei der Relation soll man sagen, ne, wer ist dein Elternteil, ne, dein Parent? Und dann klicken wir einfach drauf und wählen Koordinatensystem Erde und zack ist die Erde ein wenig gedreht und wenn wir jetzt unsere Sache abspielen, dreht sich die Erde um, zwar immer noch um die Z-Achse, aber der Witz ist, die Z-Achse ist gedreht worden. Okay, um die Drehung so ein bisschen sichtbarer zu machen, füge ich noch ein Element hinzu. Und zwar möchte ich die Drehachse sichtbarer machen. Füge wieder ein Objekt hinzu. Diesmal wollen wir einen Cube haben. So, ein Riesending. Und wenn wir jetzt hier so ein Menü hier rausziehen, kann man die Größe von diesem Objekt ändern. Und ich möchte eine Drehachse darstellen. Das bedeutet, der Würfel muss in die Z-Richtung größer werden, aber in die X-Richtung und in die Z-Richtung. Und in die Y-Richtung muss er kleiner werden. Jetzt ist er 2 Meter mal 2 Meter mal 2 Meter groß.
Das wollen wir so nicht. Also die Breite auf 10 cm, die Tiefe auf 10 cm und die Höhe, sagen wir, auf 6 Meter. So, noch ist es nicht die Drehachse. Jetzt müssen wir auch der Drehachse. Das lassen wir jetzt hier verschwinden. Das ist die Drehachse Erde. Auch die soll sich an dem Koordinatensystem orientieren. Also beziehe dich bitte auf das Koordinatensystem der Erde. Und jetzt sieht man es, finde ich, deutlicher, dass das hier die Drehachse ist. Okay, jetzt kommen wir zu der Umlaufbahn. Wir fügen eine Umlaufbahn hinzu. Die Umlaufbahn ist eine Kurve. Und jetzt haben wir gesagt, dass unsere Umlaufbahn kreisförmig sein soll, auch wenn es vielleicht nicht ganz richtig ist. Und haben jetzt einen Kreis hinzugefügt, einen Bézier-Kreis. Wenn ich das hier so ein bisschen rausziehe, kann ich auch die Dimensionen des Kreises ändern. Und zwar einmal die Breite, sagen wir 12 Meter und 12 Meter in dieser Richtung. Das scheint mir ein bisschen klein zu sein. Gehen wir auf 2020. So, das wird jetzt übrigens eine Ellipse. So, 2020. Voilà, wir haben einen Kreis. Und das wird unsere Umlaufbahn sein. Wie kriegen wir das hin? Erstmal, damit wir nicht durcheinander kommen, das ist die Umlaufbahn Erde. So, jetzt ist die Erde in dieser Ansicht so ein bisschen verschwunden. Es liegt daran, dass sie sich auf das Koordinatensystem bezieht. Wenn man hier auf dieses Dreieck klickt, sieht man alle Kinder von dem Koordinatensystem. Und da würden wir auch unsere Erde finden. Die müssen wir aber auch nicht mehr betrachten, da es reicht an dieser Stelle, dass wir uns nur mit dem Koordinatensystem der Erde beschäftigen. Und wir wollen, dass dieser Koordinatensystem diesem Pfad hier folgt. Und bevor wir das machen, würde ich aber noch eine Sache ändern. Momentan besteht die Animation, die abgespielt wird, aus 250 Einzelbildern. Das ist etwas kurz. Ich möchte 1600 Bilder haben. Und ändere das Ende von der Animation auf 1600. So, da müssen wir doch noch kurz zu der Erde gehen. Ich wähle die Erde aus. Und ja, wir starten bei der Drehung von 0 Grad. Gehen wieder zum Frame 250. Löschen diesen Marker, also Delete Keyframe, und gehen zu dem letzten, also 1600. So, und dann sagen wir, dass ich die Erde in diesen 160 Frames, sagen wir, ja, achtmal um sich selbst drehen soll. Man könnte es ausrechnen oder man bittet Blender es auszurechnen. Also 8 mal 360. So, 2880 Grad soll die Enddrehung sein. Inset Keyframe. Und da müssen wir wieder kurz zu dem Graph-Editor wechseln. Aber es sieht so aus, als ob das immer noch eine lineare Interpolation sein ist.
als ob das immer noch eine lineare Interpolation ist. So, mal schauen, ob die Drehung so funktioniert, wie wir das haben wollen. Das sieht gleichmäßig aus. Sehr gut. Nun zurück zu dem Koordinatensystem. Und dieser Koordinatensystem soll sich jetzt auf dieser Umlaufbahn bewegen. Und das machen wir, indem wir hier ein Register, das sieht aus wie so eine Kette, wie so eine Fahrradkette. Und wir fügen jetzt hier eine Relation Folge einem Pfad. Klicken wir jetzt einmal drauf. Und welchem Pfad wollen wir folgen? Wir wollen natürlich der Umlaufbahn Erde folgen. Also klicken wir jetzt hier auf das Ziel, Umlaufbahn Erde. Okay, sieht lustig aus. Woran liegt es? An der Skalierung hier. Die darf nicht 10 sein. Beziehungsweise die muss auch in die Z-Richtung 10 sein. So, jetzt haben wir die Erde, die dadurch so ein bisschen größer geraten ist, oder? Dann gehen wir auf das Koordinatensystem und skalieren es ein wenig. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ja, man kann ja mit der Skalierung so ein bisschen arbeiten und das teilweise problematisch ist, wenn sich Objekte aufeinander beziehen, werden auch die Skalierungen übernommen. Und die Umlaufbahn hat zwar keine Ausdehnung in die Z-Richtung, aber da ich jetzt, da ich die Skalierung in Y, in X und in Y-Richtung verändert habe und die Z-Richtung nicht verändert habe, ja, sah die Erde so ein bisschen flach aus. Deshalb müssen wir die Ausdehnung genau so machen. So, ich habe mich zwischendrin ein wenig vertan und um euch nicht zu verwirren, werde ich einen Schnitt gemacht haben. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen mitten im Satz geschnitten habe. Also, wir verbinden unser Koordinatensystem mit der Umlaufbahn und klicken auf Animiere Pfad. Also hier wurde mir jetzt mitgeteilt, der wurde schon animiert, liegt daran, dass ich die Schritte gerade gemacht habe, mich aber vertan habe. Und zwar hier, die Grundeinstellung ist hier 250. Wir wollen die Bewegung entlang des Pfades natürlich so einstellen, dass das Jahr hier in unserer Welt, die wir hier erschaffen haben, 1600 Frames dauert. Und das findet man hier in diesem Kurvenregister unter Pfadanimation. Jetzt sagen wir, wie lange dauert es, dass wir uns entlang des Pfades bewegt haben. Und das soll nicht 100 Frames dauern, sondern die 1600 Frames. So, Enter. Und mit etwas Glück funktioniert das und das ist auch gerade auch der Fall. Okay, nach 1600 Frames ist das Jahr vorbei und die Erde bewegt sich weiter. Jetzt unterbrechen wir die Animation. Was noch fehlt, ist die Sonne. Was machen wir? Wir fügen wieder eine Kugel hinzu. So, diese können wir ein bisschen größer machen. Und zwar vielleicht nicht 3 Meter mal 3 Meter, sondern 4 Meter mal 4 Meter mal 4 Meter. Auch diese Kugel soll etwas glatter werden. Und ich habe jetzt keine Textur der Sonne gefunden von einem vernünftigen Anbieter. Aber die Textur der Venus sieht so ein bisschen sonnenähnlich aus.
Ich zeige euch das. Also wir gehen wieder ins Material, ein neues Material und in den Shader Editor fügen eine Textur Image hinzu. So, öffnen. Und hier ist die Venus. So, wir verbinden jetzt die Farbe mit der Grundfarbe der Kugel, die übrigens Sonne heißen soll. Und die Farbe gleichzeitig hier mit der Emission. Und dann wird es so aussehen, als ob die Oberfläche auch gleichzeitig eine Lichtquelle ist, also die unsere Sonne wird gleich leuchten. Damit es so ein bisschen spannender ist, lassen wir die Sonne sich auch ein wenig drehen. Wir drehen uns auch mal um die Z-Achse. Von mir aus fangen wir bei 0 Grad und am Ende des Jahres lasst uns vielleicht eine ganze Drehung schaffen. 360 Grad Inset Keyframe. Dann schauen wir noch, ob das irgendwie Bezier interpoliert wurde oder ob das linear interpoliert wurde. Graph Editor. So, das sieht ein bisschen krumm aus. Also Key Interpolation. Wo bist du? Da, hier Interpolation Mode. Linear. Und jetzt wächst der Winkel linear. So, zurück zu dem 3D-Point. Und die Sonne dreht sich so langsam und die Erde wandert um die Sonne herum. So, wenn wir jetzt in die Darstellung noch mit dem Licht wechseln, sehen wir jetzt, die Sonne wird von einer Lichtquelle beleuchtet. Die Erde ist so weit weg, dass es noch dunkel ist und eigentlich musste diese Lampe sich da in dem Mittelpunkt befinden. Und das machen wir auch. Das Licht setzen wir in den Koordinaten Ursprung, also in den Punkt 0, 0 und 0. Und jetzt wird etwas Lustiges passieren. Die Lampe ist jetzt innerhalb der Sonne und kann die Erde jetzt auch nicht mehr beleuchten. Auch wenn wir jetzt der Lampe mehr Power geben, das sind jetzt gerade 1000 Watt, lass uns daraus 20.000 Watt machen. Ja, die Sonne wird jetzt von innen beleuchtet. Das bringt uns aber alles nichts. Wir müssen die Sonne für das Licht durchsichtig machen. Und dazu klicken wir die Sonne kurz an. Um die Sonne durchsichtig zu machen, gehen wir hier in das Register Material. So, und auch hier auf Settings. Und hier ist die Sache mit den, wir werden hier Schatten berechnet. Und wir wollen nicht, dass bei der Sonne ein Schatten berechnet wird und deshalb werden die Lichtstrahlen die Sonne einfach so passieren, wenn wir hier auf keine Schatten klicken. Und jetzt sieht es so ein bisschen aus, als ob die Sonne und nicht die Lampe innerhalb der Sonne die Erde beleuchten würde. So, an dieser Stelle können wir uns auch kurz klar machen, weshalb wir überhaupt sowas wie Winter und Sommer haben. Wenn die Erde sich gerade in diesem Punkt befindet, haben wir bei uns in Europa Winter, ne, zu erkennen, weil hier die Drehachse sich jetzt hier sehr lange im Schatten befinden wird. Ja, also hier ist es immer dunkel. Wir haben auf dem Nordpol eine Polarnacht und deshalb sind die Tage bei uns etwas kürzer. So, wenn wir in diesem
Punkt sind. Ist der Winter gerade vorbei, also der Frühling fängt an, die Tage sind genauso lang, also der Tag ist genauso lang wie die Nacht. Das liegt daran, dass wenn man von hier aus guckt, die Drehachse geht jetzt hier durch diese Schattenlinie. So, dann geht die Reise weiter. Und wenn wir diesen Punkt passiert haben, so wird dieser Punkt der Drehachse immer beleuchtet. Also jetzt haben wir auf dem Nordpol den Polartag. Und die Tage bei uns auf der Nordhalbkugel sind länger und der Winkel, bei dem die Sonnenstrahlen die Erde erreichen, dieser Winkel ist jetzt näher an 90 Grad, deshalb wird auch mehr Energie abgegeben und die Tage sind jetzt nicht nur länger, sondern auch die Energieübertragung ist besser und deshalb ist es im Sommer meistens wesentlich wärmer als im Winter. So, und hier an dieser Stelle, wenn wir diesen Punkt erreichen, dann sind die Tage und die Nächte wieder ungefähr gleich lang, an diesem Punkt sogar ganz genau gleich lang. Und jetzt kommen wir zum Herbst und bewegen uns jetzt hier Richtung Winter. So, mit den schwierigeren Teilen sind wir an dieser Stelle jetzt fertig. Was wir noch machen müssen, ist die Kamera so positionieren, dass es ja, vielleicht nicht schön, aber passend aussieht, sage ich mal so. Ich wähle mal die Kamera aus und platziere sie. Und zwar würde ich gerne einmal in die Sicht der Kamera wechseln. Viewpoint Kamera. Also jetzt sehen wir nur die Sonne, das ist jetzt nicht so toll. Wir bewegen die Kamera deshalb in den Nullpunkt auf der X- und der Y-Achse. Ich möchte nämlich mit der Kamera von oben auf die Sonne gucken. Die Z-Richtung, ich glaube 20 Meter ist schon ganz okay. Und jetzt müssen wir noch die Drehung der Kamera auf 0 und 0 setzen. Schauen wieder jetzt von der Kamera aus. Auf unsere Szene, das sieht ja schon relativ gut aus. Das Problem ist nur, dass wir etwas zu nah dran sind. Vielleicht 35 Meter. Naja, dann wird die Erde immer noch irgendwann verschwinden. 40 Meter. Immer noch zu wenig. So, 60 Meter Höhe für die Kamera scheint gerade richtig zu sein. Genau, in der Animation wollen wir unsere Drehachse nicht sehen, deshalb gehen wir hier auf die Drehachse und bei Visibility wollen wir nicht, dass die Drehachse gerendert wird. Rendern bedeutet, das, was wir jetzt sehen, wird wirklich in ein Bild umgerechnet. Deshalb wollen wir das nicht in dem Rendern darstellen. Vielleicht rendere ich einmal das Bild, wo das Häkchen hier drin ist. Also hier unter Render Image. Das bedeutet, wir machen jetzt ein Foto mit Hilfe der Kamera hier. So, da ist das Bild. Und wir sehen unsere Drehachse. Das wollen wir aber nicht. Und wenn ich das Häkchen hier wegmache, na, jetzt soll unsere Drehachse nicht mehr beim Rendern angezeigt werden und wir rendern das Bild wieder. Und die Drehachse wird in dem Bild nicht dargestellt. So, was stört uns noch?
Genau, wir wollen das gleich als Video ausgeben. Hier als momentan ist es so eingestellt, dass wenn wir eine Animation ausgeben wollen, würden wir für jede Position, für jedes Frame ein neues Bild bekommen und unsere Animation würde aus 1600 Bildern bestehen. Das kann toll sein, aber ich glaube nicht, dass wir das wollen. Deshalb hier, welches Dateienformat soll es sein? Wir wollen eine Videodatei haben. Jetzt wollen wir noch aussuchen, unser Output, wohin wir das jetzt gespeichert. Ich mache es bei mir auf dem Desktop oder nehmen wir das hier in den Dokumenten Blender Test. Man sieht auch, dass ich die Animation gestern erstellt habe. Ich würde sie gerne deshalb kurz umbenennen in neu. Eine Sache, die vielleicht noch nicht so toll ist, hier, wenn wir uns nochmal das Bild angucken, unser Weltall ist grau und nicht schwarz. Das ändern wir, indem wir hier die Hintergrundfarbe auf schwarz setzen. Jetzt sieht es düsterer aus, aber der Weltall ist ja ziemlich dunkel. Und wenn wir jetzt ein Bild herstellen, haben wir jetzt eine Sonne, von der Sonne wird die Erde beleuchtet, unser Hintergrund ist dunkel und wenn wir jetzt nicht ein Bild rendern, sondern eine Animation, dann dauert es ungefähr eine halbe Stunde und man bekommt eine Videodatei. Ich möchte nicht so lange warten, deshalb mache ich Folgendes. Ich lasse das die Animation ausgeben, aber nur in 10% Größe. Dann dürfte es nicht so lange dauern, das Ganze zu animieren. Und wir können jetzt Blender beim Arbeiten zusehen. Es wird wirklich jedes einzelne Bild hier berechnet und am Ende wird aus diesen Bildern eine Videodatei erstellt. Okay, die Datei ist fertig. So, da ist die neue Datei. Neu bedeutet, die haben wir jetzt gerade gerendert. So. Ja, die Auflösung ist großartig, man sieht eigentlich kaum noch was, also 10% waren doch ein bisschen wenig. Vielleicht kann man das ein bisschen kleiner machen, ja. So, und wenn man jetzt länger wartet, und die Mühe habe ich mir gestern gemacht, so würde es aussehen, wenn man mehr Zeit investiert. Ne? Die Animation dauert jetzt ungefähr eine Minute, etwas länger als eine Minute. Und das Rendern, weiß nicht, auf diesem Rechner glaube ich. Ich glaube schon, dass man die Zeit eher in Stunden und nicht in Minuten messen müsste. Okay, dann viel Spaß bei der Erstellung eurer eigenen Sonnensysteme.